hörst die Lesung eines Textes auf dem Kanal Spiritscape, gelesen von Hendrik. Bitte überprüfe mit deiner Intuition den Wahrheitsgehalt selbst. Mike Quinsey, 7. Oktober 2022, übersetzt von Martin Gadot. Wenn ihr so um euch blickt, scheint die Welt verrückt geworden zu sein. Und wenn ihr meint, dass es eigentlich nicht schlimmer werden kann, wird es dennoch schlimmer. Und so sehr man sich auch bemüht, scheint es unmöglich zu sein, das Geschehen in den Griff zu bekommen. Dinge, die sich gut bewährt haben, erweisen sich jetzt unter Bedingungen, die man bisher so noch nie erlebt hat, als untauglich. Gerade wird man mit einem Problem fertig, taucht an dessen Stelle schon wieder ein anderes auf und ihr scheint nicht genügend Zeit zu haben, es lösen zu können. Ihr fragt euch, was da vor sich geht, ihr wisst, dass die Dunkelmächte hinter vielen eurer Probleme stecken. Ihr erfahrt, dass die Pandemie menschengemacht war, um einen Großteil der Bevölkerung auszulöschen, damit diese besser beherrschbar wäre. Glücklicherweise werden die Ereignisse auf der Erde von den Lichtkräften überwacht. Ihr fragt euch, was wohl noch alles passieren kann und die Probleme, die sich da anhäufen, noch vergrößern könnte. Die Zukunft sieht ungewiss aus, denn die Veränderungen vollziehen sich in rasantem Tempo. Dennoch ist nicht alles so übel, wie es scheint. Wir überwachen die Geschehnisse auf eurer Erde und lassen diejenigen Leute gewähren, die Teil des Plans sind, damit das neue Zeitalter tatsächlich starten kann. Je früher dies geschieht, desto besser, und ihr werdet die Vorteile für den Aufstieg der Menschheit erkennen, der schon vor Äonen geplant war, um dann am Ende des letzten Zyklus zu beginnen. Ihr sollt jetzt erkennen, dass es kein Zufall ist, dass die Ereignisse auf der Erde einen Verlauf genommen haben, der diese großen Veränderungen erfordert, damit die Menschheit gemeinsam mit den Schwingungserhöhungen aufsteigen kann. Da gibt es sehr viel Altes, was noch weggeräumt werden muss, bevor ihr von den geplanten Veränderungen profitieren könnt. Das betrifft sowohl geistige als auch physische Veränderungen, die euch ins Licht katapultieren werden, wo kein Platz mehr für Wesen mit niedrigeren Schwingungen ist. Währenddessen schaffen diese Ereignisse Gelegenheiten für die Seelen des Lichts, anderen dabei behilflich zu sein, zu begreifen, was zurzeit geschieht und wie wichtig dies für ihre Zukunft ist. Die Dunkelmächte können den Kampf um die Kontrolle der Erde jetzt nicht mehr gewinnen und langsam aber sicher werden sie für ihre Taten zur Verantwortung gezogen werden. Eindeutig sind sie, wie jede andere Seele auch, verantwortlich für ihre Taten und für die weitere Zukunft rückt ihr Tag des Gerichts drohend näher. Seid versichert, dass niemand mit seinen negativen Handlungen einfach so davonkommt, sondern aus seinen Erfahrungen lernen muss und in seinen zukünftigen Lebenszeiten geprüft werden wird. Natürlich müssen alle Seelen Rechenschaft ablegen für ihre Handlungen, aber zunächst kommt das Verstehen der Umstände, die sie einst dazu motiviert hatten. Es folgen dann weitere Lebenszeiten, in denen Situationen geschaffen werden, in denen sie sich der Herausforderung stellen müssen, die gleichen Fehler nicht noch einmal zu machen. Gott bestraft keine Fehler, denn spirituelles Wachstum besteht darin, ein liebevoller Mensch zu werden, der alle anderen Seelen als eins und als Kinder Gottes sieht. Jede Seele ist die Verkörperung aller ihrer Erfahrungen und somit bewegen sich einige natürlich auf wesentlich niedrigerem oder andere auf höherem Verständnisniveau, weshalb ihr mit den anderen Seelen durchmischt seid. Die Erde ist ein schwieriger Ort, mit dem man umgehen lernen muss, aber eine Lektion, die man durch solche Erfahrungen gelernt hat, wird man später nie vergessen und ihr habt immer eure Geistführer bei euch, die euch dabei behilflich sind. Solange sich eine Seele nicht völlig gegen das Licht stellt, besteht die Chance, dass sie sich schließlich erhebt und die niederen Schwingungen für immer hinter sich lässt. Es ist verständlich, dass die Dunkelmächte es vorziehen würden, lieber zu schweigen und alles ihnen Mögliche zu tun, um dies von euch fernzuhalten. Wir werden euch jedoch immer wieder auffordern, die richtigen Wege einzuschlagen, die zur Befreiung aus diesem Einflussbereich führen. Wenn ihr zwischen den Inkarnationen in die geistigen Ebenen zurückkehrt, werdet ihr besser verstehen, worum es in eurem Lebensplan ging und wie ihr damit umgegangen seid.
Das geschieht ohne jede Schuldzuweisung, mit dem Ziel, euch für eure nächsten Lebenszeiten zu helfen. Macht euch klar, dass auch eure Helfer selbst schon durch diese Ebenen gegangen sind, auf denen ihr euch zurzeit befindet, und dass sie aufgrund ihrer eigenen Erfahrungen gut gerüstet sind, euch durch eure jetzigen Erfahrungen zu helfen. Das Leben kann manchmal sehr einsam erscheinen, aber ihr seid dennoch mit euren Problemen nie allein. Hilfe ist immer zur Stelle. Wenn ihr die Anwesenheit eurer Geistführer erkennen könnt, kommuniziert auf jeden Fall mit ihnen, denn sie werden zuhören und antworten, indem sie euch Gedanken ins Gemüt pflanzen. In der unsichtbaren Welt erwartet man eure Anwesenheit. Es ist eine Welt, die auch ihr bereits in vielen Lebenszeiten besucht habt. Normalerweise ist das ein erfreuliches Ereignis, wenn ihr dorthin zurückkehrt und alte Freunde und Verwandte trefft. Der Verlust eines Familienmitglieds ist ein trauriger Anlass und es werden viele Tränen geweint. Doch die Seele, die in die geistige Welt zurückgekehrt ist, freut sich eindeutig, alte Freunde wiederzutreffen. Sie spüren dort eure Trauer über ihr Ableben und wünschen sich, sie könnten euch wissen lassen, dass sie in Sicherheit sind und auf den Tag warten, an dem auch ihr zurückkehrt. Ihnen mag es so vorkommen, als sei nur wenig Zeit vergangen, wenn die Seelen auf ihre Ebene zurückkehren, denn sie vergeht viel schneller. Wie viele Tränen könnten abgewischt werden, wenn die Wahrheit darüber bekannt wäre? Manchmal nimmt eine Seele durch eure Träume Kontakt mit euch auf. Geht dabei sicher, dass es ein echter Kontakt ist. Eure Lieben sind sehr daran interessiert, wie es euch geht, nachdem sie gegangen sind, und die Menschen können sie wirklich spüren, wenn sie sie besuchen. Wie ihr haben auch sie ein ewiges Leben, und viele unter ihnen sind das, was ihr mit Recht als alte Freunde bezeichnen würdet. Im Leben kann man einen völlig Fremden treffen und sich sofort mit ihm verstehen, als wäre es ein alter Freund, wie das oft auch der Fall ist. Manche Familien bleiben oft über viele Inkarnationen hinweg zusammen, nehmen aber vielleicht jeweils eine andere Familienrolle ein als zuvor. Das Leben dort ist in Wirklichkeit ganz anders, als die meisten Menschen es sich vorstellen, normalerweise viel angenehmer und lohnender. Und natürlich aufregender, da es so viel mehr gibt, was euch interessiert und ihr erforschen könnt. Die Erde kann ein harter Lehrmeister sein, aber wenn man eine Lektion gelernt hat, bleibt diese erhalten. Das ist sehr akzeptabel, wenn man sich die Art von Lebenserfahrungen aussuchen kann, die man möchte. Allerdings muss jede Inkarnation gut durchdacht sein, damit ihr eure wertvolle Zeit zu eurem Vorteil nutzen könnt. Ich hinterlasse euch meine Liebe und meinen Segen. Möge das Licht eure Tage und euren Weg in die Vollendung erhellen. Diese Botschaft kommt durch mein höheres Selbst, mein Gott selbst. Jede Seele hat die gleiche Verbindung zu Gott. In Liebe und Licht. Mike Quinsey. Vielen lieben Dank für eure Unterstützung von Spiritscape. Vielen Dank für deinen Energieausgleich.